Wir haben schon einen halben Tag hinter uns, nur für dich nochmal so zur Einordnung, haben uns mit dem Thema Führung im dritten Jahrtausend beschäftigt. Ne? Also was haben vor allen Dingen Führungskräfte für eine Rolle in dieser Welt, über die wir ja auch gleich noch mit dir sprechen? Wachstum hier, Zukunftsfähigkeit der Erde sicherstellen da, KPIs, gleichzeitig große globale Nachhaltigkeitsziele. Also diese Widersprüchlichkeiten, in denen sich Führungskräften heute häufig auch bewegen, wo sie nicht wissen, auf was zahlt eigentlich jetzt was ein. Und hatten da, wie ich finde, sehr intensive, schöne, sehr ergebnisorientierte Kleingruppen und würden gerne jetzt einmal mit dir ins Gespräch kommen. Ich mache so quasi den Appetizer und dann seid ihr dran. Keine Sorge, ihr müsst hier nicht irgendwie eine Stunde lang mir zuhören, sondern wir würden euch gerne einladen. Und die erste Frage, die ich gerne anknüpfen möchte an das, was Anja sagte, ist, wenn man dir so zuschaut, dann schaust du ja aus Begeisterung oder mit einer Begeisterung auf die Welt, aber auch mit einer großen Sorge, wo du sagst, wir haben hier Schätze, globale Schätze, die sind schützens- und bewahrenswert. Wie würdest du deine Mission, auf der du bist, bezeichnen? Ich habe diesen Beruf begonnen mit Anfang 20 und die Motivation war, rückblickend kann man sich fast dafür schämen, sehr banal. Also ich wollte einfach, habe mal Filme, Tierfilme gesehen von Jimmick und dachte, das will ich auch machen. Und damit ist die Geschichte eigentlich erzählt. Und der Job war toll, also ich bin mit Freunden um die Welt gefahren, wir haben wilde Abenteuer erlebt und wilde Tiere getroffen, also es war so ein bisschen ein kleiner Jungentraum. Nur dann gingen die Jahre ins Land und ich habe das immer weitergemacht und natürlich professionalisiert man sich dann sehr stark. Also gerade der Naturfilm ist sehr ähnlich wie der Spielfilm, der ist extrem kostenintensiv, der ist extrem techniklastig und auch viel mehr als jetzt eine Politreportage, natürlich mit logistischen Problemen behaftet. Also da, wenn man da mitspielen will, dann muss man, und dieser Markt war immer schon international. Also es gab noch nie einen nationalen Tierfilmmarkt für irgendwas oder einen Naturfilmmarkt. Das wäre ja auch Blödsinn. Ein Löwe ist ein Löwe, ist ein Löwe. Und das ist bei NHK in Japan genauso wie bei Nat Geo in den USA oder eben beim ZDF oder ab jetzt bei RTL. Die Themen sind gleich und sie sind auch keine Zeitgeist-Themen, sie bleiben also bestehen. Da professionalisiert man sich handwerklich. Nur dann bin ich nun ausgerechnet in eine Phase hineingeraten, in der ich dann zu so einer Art globalem Augenzeuge geworden bin. Man kann das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Ich glaube 1992, 93 zum ersten Mal am Great Barrier Reef gewesen, um unter Wasser zu filmen. Und ich konnte nach dem ersten Drehtag tatsächlich vor Begeisterung nicht schlafen, weil ich sowas, das war... Ich habe nie solche Drogen genommen, aber so stelle ich mir einen LSD-Trip vor. Also ich war schwerelos, es war alles bunt und schöner, als meine Fantasie sich das sonst hätte ausmalen können. Es hat mich atemlos gemacht. Ich war inzwischen mindestens 10-mal im Laufe meines Berufslebens wieder am Great Barrier Reef. Inzwischen ist über die Hälfte von diesem Riff tot. Und der Einfluss ist purer anthropogener Einfluss. Es ist ein menschengemachtes Problem. Das ist das größte Bauwerk, das Lebewesen je auf diesem Planeten errichtet haben. Das kann man mit bloßem Auge aus dem All sehen. Und es ist kaputt. Und selbst wenn wir den Klimawandel auf 2 Grad beschränken können, 1,5 Grad, was die gerade in Sharm el-Sheikh verhandeln, vergessen Sie es. Das ist naturwissenschaftlich nicht mehr möglich. 2 Grad ist die nächste Hürde, dahinter wird es dann wirklich ungemütlich. Selbst wenn das mit den 2 Grad gelingt, werden 90-99% aller Korallenriffe auf der Welt sterben. Und ich habe ganz viele solche Erlebnisse gehabt. Ich war da, begeistert, komme zurück, es ist schlechter, komme nochmal zurück, es ist noch schlechter. Und völlig egal, ob das in der Antarktis war, im ewigen Eis von Grönland, nicht mehr ewigen Eis von Grönland, in der Sahelzone, die sich ausbreitet, im Regenwald, im Amazonas, es ist überall die gleiche Geschichte. Und ich treffe ja in diesem Job Hunderte im Laufe von, ich mache das seit 30 Jahren, Tausende Forschende aus allen Kulturen, von allen Unis, die man sich so denken kann, aller Hautfarben. Und die erzählen alle die gleiche Geschichte. Und dann musste ich mein Narrativ irgendwann verändern. Ich konnte nicht mehr sagen, guck mal, wie faszinierend, wenn der Affe den Finger in die Nase steckt. Sondern ich musste dann irgendwann die Kamera umdrehen und sagen, übrigens, der wohnt hier in einem Wald, der bald nicht mehr da ist. Und so ist das mit mir passiert. Also das ist eigentlich die Motivation. Die habe ich mir nicht ausgesucht. Ich bin nicht als Umweltschützer geboren. Das war auch nie die Motivation meiner Berufsausübung. Aber ähnlich wie eine Führungskraft im Unternehmen, man sucht sich die Themen und Probleme ja nicht aus. Also niemand von Ihnen hat sich ausgesucht, dass wir gerade eine 10%ige Inflation haben, eine Energiekrise und drohen in eine Rezession zu schlittern. Niemand von Ihnen hat sich diese Aufgabe ausgesucht. Wenn man irgendwas macht, was mit Verantwortung verbunden ist, dann wachsen einem Aufgaben zu. Und mir ist das halt passiert. Dieser globale, hallo, die Welt geht unter, wenn wir nicht aufpassen. Jetzt greife ich die Frage von Anja mal auf. Also gerade auch in der
30-jährigen Erfahrung, die du hast, ist das nicht auf die Dauer frustrierend? Oder positiv formuliert, wie bleibst du zuversichtlich, dass trotz der immer noch bestehenden Hemmnisse und auch Herausforderungen, die immer benannt werden, als vielleicht auch Entschuldigung nicht zu handeln, dass die Dinge sich einmal ändern werden? Ich möchte auf zwei Ebenen antworten. Die eine ist biologisch, psychologisch. Ja. Also man wird geboren mit einem zufälligen Cocktail von biochemischen Elementen im Kopf. Und dieser zufällige Cocktail gibt ihr Temperament vor. Nicht absolut, das ist sicherlich eine Bandbreite, innerhalb derer man sich entwickeln kann. Aber aus einem wirklich melancholischen Menschen wird auch bei schönster Lebensführung kein Spaßvogel. Das stimmt. Temperament ist innerhalb, also natürlich kann man innerhalb einer Bandbreite was verändern, durch Lebensführung, durch Glück oder Schicksalsschläge, kann sich da was verschieben, keine Frage. Ja. Aber es gibt eine Bandbreite und aus der kommt man nicht raus. Mhm. Ich glaube, ich bin eher ein optimistisch gut gelaunter Typ durch Zufall. Mhm. Also das ist mal, sage ich mal, die evolutionär-genetisch-psychologische Erklärung. Die ökologische Erkrankung ist tatsächlich potenziell tödlich. Das ist naturwissenschaftlich gesichert. Wir könnten uns selbst ausrotten. Das ist möglich. Aber wir müssen nicht. Also wir haben die Medizin, die Wissenschaft hat geliefert. Wir haben kein Erkenntnisproblem mehr, sondern nur noch ein Handlungsproblem. Mhm. Und wenn man das wirklich durchdenkt, also zum einen das, wir wissen, wie es geht. Und das andere, welche Alternative haben wir eigentlich? Also wenn es einen Planeten gibt und wir den als Raumschiff verstehen, und die Biodiversität ist sozusagen die Lebenserhaltungsmaschine mit all den Millionen Bauteilen, die uns Luft, Wasser und Nahrung liefern. Wie viele Alternativen haben wir, wenn wir diese Maschine zerstören? Es gibt keinen anderen Planeten, wir können keinen anderen bauen, also wir müssen hier klarkommen. Wir haben diese eine Chance und das ist dann vielleicht, die Fußball-WM beginnt ja gerade, wenn eine Mannschaft auf dem Platz läuft und davon ausgeht, dass sie sowieso verliert, dann verliert sie auch. Und wir müssen, ich weiß nicht, ob wir das Problem in den Griff kriegen, aber wir haben eine Chance. Und das ist die einzig logische Haltung. Oder um das philosophisch, ich habe mich immer sehr für Philosophie interessiert, um es mal mit Karl Popper zu sagen, und das ist kein Kalenderspruch, sondern das ist wirklich klug. Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Weil jede andere Haltung die Lösung von Problemen verunmöglicht. Man muss Optimist sein. Ganz unbedingt. Und die Kombination aus der Überlegung und meiner individuellen Veranlagung lässt mich eigentlich jeden Morgen nach wie vor gut gelaunt aufwachen. Ja, die Magie der positiven Psychologie, danke dafür nochmal. Ja. Wir hatten eben gerade in einer kurzen Session einen Kommentar, den ich einfach hier mal reinschmeiße, weil ich ihn wirklich bemerkenswert finde. Du hast ein paar Mal von wir gesprochen. Der Kommentar ging in die Richtung, ich hoffe, ich bekomme ihn jetzt richtig rübergebracht, wir sind doch, also wir, der globale Norden, sind doch diejenigen, die auch diese Probleme ausgelöst haben, die wir jetzt haben. Und die sie ausbaden müssen, haben vielleicht den geringsten Hebel darauf. Ich sage jetzt mal Flugverhalten etc., unser Lebenswandel etc. Der Nordwesten ist ja eigentlich der größte Hebel auf die Welt, die du beschreibst. Wenn du auf diese Situation schaust, wie siehst du die Veränderungsbereitschaft genau in dem Teil der Welt, der eigentlich den größten Auslöser für Klimaveränderungen betrifft, nämlich uns? Also natürlich, Verzicht ist ein Privileg für Reiche. Mhm. Das muss man auch mal klar sagen. Also nur Menschen, die mehr haben, als sie brauchen, haben überhaupt die Option, über so etwas wie Verzicht nachzudenken. Mhm. Und das sage ich gerade auch sehr emotional. Ich war bis vergangenen Freitag in der Zentralafrikanischen Republik, um Gorillas zu filmen. Das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und ich bin da mit Leuten durch den Busch gelaufen, die morgens noch nicht wissen, ob sie abends etwas zu essen haben. Also Probleme verschieben sich sehr stark. Ja. Das macht die Menschen aber nicht unbedingt unglücklicher. Es scheint eine fest, mehr oder weniger unverrückbare Menge von Sorgen zu haben, die man einfach fühlen will, egal wie es einem geht. Also ich habe mal irgendwann einen schönen Vergleich gelesen. Also alle streben nach sozialer Sicherheit zum Beispiel. Wir reden immer über Verlust von Arbeitsplätzen, die Ängste, die das bedeutet. Wenn das stimmen würde, wenn das stimmte, dann müsste man die glücklichsten Menschen der Welt in einer deutschen Behörde finden, die voller Beamter steckt. Gehen Sie da mal hin. Wir fragen mal die Kollegen gleich, ob das so ist. Aber ja, ich will ja, da gibt es natürlich glückliche Menschen. Aber die Gesamtstimmung in einer deutschen Behörde mit unkündbaren Menschen und ohne jede soziale Sorge unterscheidet sich, sagen wir es einfach mal neutral, nicht wesentlich von der Gesamtverfassung unserer Gesellschaft. Also soziale Sicherheit macht nicht
glücklich. Das kann man empirisch überprüfen. Mhm. Mit einem Gang in eine Behörde. Also, ein Finanzamt finde ich jetzt mal sehr schlechte Laune. Also, keine Ahnung warum. Das ist oft so. Und wenn man das also vergleicht, entstehen außerdem aus unseren Möglichkeiten, die wir uns erarbeitet haben, eben auch Verantwortung. Das ist eine sehr hanseatische Haltung. Ich bin ja Hamburger. Und da heißt es immer, und wir sind damit aufgewachsen, wer eine Möglichkeit hat, hat auch eine Verantwortung. Mhm. Die Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Mhm. Wer nur seine Möglichkeiten für sich benutzt, den kann man Hedonist nennen oder auch Blödmann. Mhm. Beides ist richtig. Also Möglichkeit bedeutet Verantwortung. Und ja, wir haben es verbockt, aber da muss man eben sagen, das wusste man ja auch noch nicht besser. Es ist ja Irrsinn, rückwirkend jemandem, der die Dampfmaschine erfunden hat, vorzuwerfen, dass deshalb irgendwann die Kohle verfeuert wurde und wir jetzt ein Rußproblem haben. Das wusste der ja gar nicht, der Herr Watt. Also ist diese Betrachtung eigentlich eine Selbstgeißelung, die ich als sehr unproduktiv empfinde. Mhm. Und außerdem hat sie sowas Identitäres, weil sie unsere humane Gemeinschaft eben nicht zusammenführt, sondern auseinanderrückt. Also wir versuchen immer, alle Opfer zu sein. Ich habe mich vor ein paar Wochen gerade mit Yuval Harari getroffen. Ich weiß nicht, ob er so bekannt ist, der israelische Historiker. Und wir haben gemeinsam darüber nachgedacht und er hat diesen Gedanken schon sehr ausgearbeitet. Wir haben das Problem, dass wir uns immer alle als Opfer sehen. Also er hat angefangen mit seiner eigenen Nation, er ist ja Israeli, und hat gesagt, wir sind die stärkste Nation im Nahen Osten, wir haben Atombomben, wir können alle fertig machen. Aber wir wachen jeden Morgen mit dem Gefühl auf, Hilfe, wir sind bedroht, alle sind gegen uns. Und so machen wir das auch. Frauen fühlen sich bedroht aufgrund der geschlechtlichen Benachteiligung, die objektiv da ist. Alte weiße Männer wie ich fühlen sich benachteiligt, weil Frauen uns jetzt unsere Privilegien wegnehmen wollen. Was für eine Sauerei. Junge Leute fühlen sich benachteiligt, weil meine Generation die Probleme nicht in den Griff hat. Also alle sind irgendwie benachteiligt. Es gibt überhaupt keine Gewinner mehr in diesem Spiel, weil wir uns alle nur noch als Opfer empfinden. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und wir betonen deshalb nicht mehr die Gemeinsamkeiten. Es wäre so viel leichter, wenn wir in so einem Kreis alle sagen würden, ist doch egal, wir haben ein gemeinsames großes Ziel, das wir alle wollen und lass uns doch mal gut gelaunt versuchen, das zu erreichen. Das würde viel mehr Kräfte freisetzen als die ständige Betonung von Unterschieden, Schuld und Opfern. Und deshalb kann ich auch nicht so viel damit anfangen zu sagen, wir der reiche Nordwesten, Osten der Welt haben es gemacht. Ja, wenn man das am Rechenschieber betrachtet, ja, also man kann das ausrechnen, dann kommt man zu dem Ergebnis, aber wenn man nachdenkt, kommt man zu einem anderen. Jetzt hatten wir auch in unserem Vorgespräch das Thema Verzicht schon mal angesprochen. Und es gibt ja gerade, ich wusste direkt. Da geht steil. Ich weiß. Vielleicht kennt ihr das Buch von der Ulrike Herrmann, Das Ende des Kapitalismus. Da ist hier unter anderem auch der Verzicht als der zentrale Hebel für tatsächlich Minimierung von allem, was uns gerade auch das Leben schwer macht. Du sagst, Verschwendung ist eigentlich der Hebel und der tut auch gar nicht weh. Das kann eigentlich jeder sofort machen. Kannst du uns das erklären? Naja, also wenn man naturwissenschaftlich denkt, Hierarchie, also sucht man immer Hierarchien in Problemen. Also, und wenn ich mir angucke, was ist das größte Ökoproblem auf diesem Planeten? Also wir haben eine ganze Reihe. Klimawandel ist nur ein kleiner Teil. Das ist ein großer Irrtum übrigens, dass wir immer nur über Klima reden. Wir haben eine ganze Reihe von gewaltigen Ökoproblemen. Und dann gucke ich mir Zahlen, Daten, Fakten an. Was hat hier überhaupt den größten Impact von allen Sachen? Sind es vielleicht Kohlekraftwerke? Ist es irgendwie die Mobilität? Ist es die Industrie? Ist es die Energieerzeugung? Und dann kommt man zu dem bisschen überraschenden Ergebnis, dass es die Art und Weise ist, wie wir Lebensmittel produzieren. Nicht, was wir essen. Es geht hier nicht um eine Veganer-Fleischdebatte. Die finde ich total langweilig. Die interessiert mich auch gar nicht. Es geht nur darum, wie wir die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, produzieren. Nicht, was wir essen, sondern wie wir das produzieren. Also nur mal als Zahlenbeispiel. Dieser Planet hat 13 Milliarden Hektar Fläche. Und vieles davon sind Wüsten, Berge, Meere, die kann man nicht nutzen. Wir haben 5 Milliarden Hektar, die wir in der Agrarwirtschaft nutzen können. Wir sind 8 Milliarden Menschen. Machen Sie sich das mal klar. Ein guter halber Hektar pro Nase, mehr gibt es gar nicht. Und dieser halbe Hektar muss alles liefern, muss die komplette Welt ernähren und nebenbei noch Sauerstoff produzieren, CO2-Senke sein, Grundwasser reinigen, durch Mikroben, alles. Ein halber Hektar pro Nase. Mehr gibt es auf diesem Planeten nicht und diese Fläche ist ja nicht vermehrbar. Also ne, das sieht jeder ein, wir können den Planeten nicht aufpumpen, der wird nicht größer. Da kann man nichts machen. Und von 5 Milliarden Hektar bearbeiten wir durch Agrarwirtschaft und wir spritzen 3 Millionen Tonnen Pestizide jedes Jahr in diesen Boden. Und dieser Boden macht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Also wenn Sie zum Mars fliegen mit einem Blumenpott,
wir haben ja jetzt eine Mission vor zum Mars. Wenn ich wir sage, meine ich immer die Menschheit, weil wir ja globale Themen besprechen. Mit einem Blumenpott dahin, Sie füllen Marserde ein, nehmen den mit nach Hause, stellen ihn zu Hause aufs Fensterbrett, in die Sonne, Samen rein, immer schön gießen. Wissen Sie, was dann passiert? Absolut nichts. In dieser Marserde wird niemals irgendetwas wachsen. Warum nicht? Weil das nur zerriebenes Gestein ist. Erde ist etwas völlig anderes. Erde ist ein sehr interessantes Gemisch aus zerriebenem Gestein, aus Mineralien, aber eben ganz viel organische Anteile. Also überwiegend sogar organische Anteile. Wenn Sie in Ihren Garten gehen und nehmen eine Handvoll Erde, nur eine Handvoll, dann ist in dieser Handvoll, gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf diesem Planeten. Milliarden in einer einzigen Handvoll. Das ist der Unterschied. Und jetzt haben wir 3 Millionen Tonnen Ackergifte, die wir jedes Jahr da drauf spritzen. Auf diese, ach, das muss man vielleicht auch noch sagen, auf der Erde ist die Erde verdammt knapp. 30 Zentimeter im Schnitt gibt es, wenn Sie die Erde über unseren Planeten verteilen würden. 30 Zentimeter. Und jetzt auf diese 30 Zentimeter spritzen Sie 3 Millionen Tonnen Ackergifte. Dadurch sterben von diesen vielen Mikroben viele ab. Der Boden wird weniger produktiv. Dann fahren Sie mit riesigen Maschinen darüber und verdichten diesen Boden. Der Boden wird weniger produktiv. Dann haben wir eine Viehhaltung, die irre ist. Also wir essen so viel Fleisch, dass wir irgendwann aufgehört haben, Tiere auf eine Weide zu treiben, sondern wir sperren die Tiere in den Stall, pflügen die Weide um, pflanzen da Getreide an. Das Getreide ernten wir, um es dann in den Stall zu fahren und die Tiere damit zu füttern. Dann liegt aber die umgepflügte Weide da und wir verlieren inzwischen 24 Milliarden Tonnen Mutterboden pro Jahr. Das sind ungefähr 10 Millionen Hektar Acker pro Jahr. Von den 5 Milliarden, die wir haben, 10 Millionen durch falsche Landwirtschaft. Und wenn Sie einen Meter Humusboden neu wachsen lassen wollen, dauert es 20.000 Jahre. Also weg ist weg, um es mal simpel zu sagen. Das sind sehr bedrohliche Zahlen. Das heißt also, Lebensmittelproduktion ist unser größtes Problem. Darüber müssen wir reden. Und wenn Sie das machen, dann ist es eben immer so, wie auch in der Unternehmensführung, first things first. Und wenn Sie das Hauptproblem lösen, im positiven Dominoeffekt lösen sich viele nachgeordnete Probleme zumindest ein bisschen mit. Und also wenn Sie ein Unternehmen haben, das zu wenig Geld hat, um innovativ zu sein, und Sie finden irgendeinen Kniff, mit einem neuen Produkt da wieder Kohle in die Kasse zu bringen, dann können Sie auch wieder Innovationen anstoßen und wieder investieren. Und so ist das da eben auch. Wir müssen diese größten Probleme aufnehmen. Und jetzt war ich ein bisschen weitschweifig, ich mache den Rest kurz. Alles gut. Die Vereinten Nationen, die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen hat gesagt, dieser Planet kann es noch 60 Ernten liefern. Dann ist Schluss. Dann sind die Böden erschöpft. Dann gibt es nicht mehr genug Nahrung für die Menschheit. 60 Ernten. Verdammt wenig. Eine schlimme Nachricht. Aber die Wissenschaft zeigt eben auch, wenn wir den Produktionsdruck auf diesem Boden nur um 10% vermindern, dann könnten die Böden sich dauerhaft selbst regenerieren und wir hätten das Problem gelöst. Das größte ökologische Problem der Welt wäre gelöst. Wie kann man das machen angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung? Wir haben uns mal die Effizienzketten angeguckt. Also pro Tag werden auf der Erde pro Kopf ungefähr 3000 Kalorien produziert. Aber weniger als 2000 gegessen. Also über ein Drittel verschwindet im Nichts. Ineffizienz. Dann haben wir uns angeguckt, wo denn eigentlich? Schmeißen die Bauern das weg, weil sie irgendwas falsch machen? Die Logistik beim Transport, die Lebensmittelverarbeitung oder sind es vielleicht dann die Händler? Und das Erstaunliche ist, in Deutschland, die Zahlen sind schwierig zu erheben für globale Statistiken, das muss man sich in Deutschland angucken, weil wir hier ein vernünftiges Statistiksystem haben. In Deutschland, 60% aller Lebensmittel, die wir verlieren, verlieren wir in den Privathaushalten zu Hause. Bei Ihnen im Kühlschrank, bei Ihnen und bei mir. 60%. Und wenn wir nur, wir privat, nur noch halb so viel Lebensmittel wegschmeißen, würde das reichen, um diese 10% Produktionsminderung zu erreichen. Wir könnten durch so eine Kleinigkeit das größte ökologische Problem der Welt lösen. Ist das nicht irre? Und deshalb bin ich optimistisch. Nachvollziehbar. Und danke auch nochmal für den, ja, ich denke mal auch, es ist gar kein Versus, aber ich verstehe natürlich den Punkt Verzicht versus Verschwendung. Weil man Verzicht muss, ist, sag gerne nochmal einen Satz, warum der Verzichtsbegriff so... Also erstmal, weil nur Reiche verzichten können. Und deshalb ist da, hat dieses Argument eine soziale Schlagseite, die mir nicht sympathisch ist. Aber das andere ist, wir hatten die Corona-Krise. Und da konnten wir zum ersten Mal messen, was Verzicht wirklich bringt. Also es war zwar unfreiwillig, aber zum ersten Mal ist die Welt zu einem Labor geworden. Wir konnten messen, was die Einschränkungen im internationalen Luftverkehr, die ja extrem waren, im Tourismus, auch im Individualverkehr, bringt. Das waren so 6-7% bei den Emissionen. Viel zu wenig.
Das reicht überhaupt nicht aus. Also wenn wir die ganze, stellt sich mal vor, die ganze Welt lebt die ganze Zeit wie im schlimmsten Corona-Lockdown. Und es reicht nicht aus, um die Klimakrise zu stoppen. Also ist Verzicht nicht die Lösung. Also das ist jetzt einfach auch nur gerechnet. Das hat ja nichts mit Überzeugung zu tun. Aber wenn wir sehen, dass ein globaler Lockdown uns nur 6-7% einspart, wir aber wissen, wir müssen von den 40 Gigatonnen oder wo wir gerade sind, müssen wir irgendwann auf Null Emissionen kommen, dann weiß man doch, dass das gar nicht funktionieren kann. Mhm. Und deshalb kann ich diese Verzichtsdiskussion gar nicht so gut verstehen. Also wie man darauf kommen kann, dass das ausreichen würde. Also es geht hier auch da genau über den Lebensmitteln um das Wie und nicht um das Ob. Vielmehr um das Wie. Wie können wir fliegen, ohne dass wir die Atmosphäre belasten? Und nur mal noch als kleine negative Anekdote am Rand. Wir haben ungefähr 20, 30 Millionen Flugtouristen weniger in Afrika gehabt durch die Corona-Krise. Super fürs Klima. Ja. Aber niemand konnte mehr die Naturschutzprojekte finanzieren, die es da gab. Die Ranger sind zu Zehntausenden nach Hause gegangen oder gleich selbst Wilderer geworden. Die Wildereikrise ist so schlimm wie noch nie, weil wir nicht mehr dahin geflogen sind. Die illegale Abholzung in Brasilien und Indonesien hat sich um 150% gesteigert, weil niemand mehr hingeflogen ist. Natur ist ja ein Wert. Und wenn dieser Wert weggenommen wird, dann kümmert sich eben auch keiner mehr. Und so kann Klimaschutz, wenn er zu einfach argumentiert wird, zu einem Umweltschaden werden. Also bei aller Sympathie für Fridays for Future, ich war selbst auf Demos, um mehr Awareness zu schaffen, aber zu sagen, Leute, ihr sollt nicht mehr in Urlaub fliegen, das ist tatsächlich ein bisschen zu doof. Also so simpel kann man nicht argumentieren. Es ist ja, wie Sie alle wissen, immer so, wenn Sie eine komplexe Fragestellung haben und da kommt einer um die Ecke und sagt, 42 ist die Antwort, dann wissen Sie, das stimmt nicht. Und so ist es immer. Es gibt keine einfachen Antworten auf so komplizierte Fragen. Das stimmt. Ich habe eine letzte Frage, das ist quasi die Brücke zu euch, weil dann würde ich gerne den Raum aufmachen. Ihr kennt das ja aus den Leadership-Salons. Du sprichst ja hier mit Führungskräften, Menschen in Führung aus Politik, Kultur, Unternehmen. Ja, ich bin auch ganz eingeschüchtert. Ah, kannst du mir vorstellen, ne? So, also seid nett. Nein, Spaß beiseite. Was wünschst du dir oder was erwartest du eigentlich auch von Menschen in Führung in unterschiedlichen Institutionen? Du hast die Behörden angesprochen mit ihren eigenen, sage ich mal, Merkmalen, aber es gibt Unternehmen hier im Raum, sondern es gibt, wie gesagt, Kulturbetriebe. Wenn du auf Führung schaust, was hat das alles mit Führung, mit Übernahme von Verantwortung zu tun aus deiner Sicht? Ich glaube, was wir manchmal nicht genug berücksichtigen, dass ein Unternehmen ist ja nichts anderes als eine soziale Gemeinschaft. Das hat zwar das Ziel, diese soziale Gemeinschaft hat zwar das Ziel, Profit zu machen, dagegen ist ja auch erstmal nichts zu sagen in einer Marktwirtschaft, aber es sind einfach erstmal Menschen, die da arbeiten. Also klar, gibt es Ellbogentypen und man rangelt sich gerade an der Führungsspitze immer mehr. Und wer hat hier den Einfluss? Also ich arbeite ja gerade in einem Unternehmen, wo wir das jetzt täglich gerade beobachten können. Also ich weiß schon, wie das funktioniert. Aber man muss sich mal klar machen, die Leute, die da arbeiten, die gehen nach Hause, die haben Familie, die haben Kinder. Also es ist ja wie ein kleines Dorf. Oder wenn man ein großes Unternehmen führt, wie eine Stadt. Und das, was das Unternehmen nach innen tut, wenn es auch manchmal nur kleine symbolische Handlungen sind, das ist natürlich etwas, was Bewusstsein schafft. Und das ist natürlich immer die Voraussetzung für jede Art von gesellschaftlichem Wandel. Also auch wieder, um es mal als Hanseat wieder mit Helmut Schmidt zu sagen, also vor jeder gesellschaftlichen Transformation steht die gesellschaftliche Mehrheit. Das ist Demokratie. Und wir müssen überall, wo wir stehen, jeder und jeder an der Stelle, an der wir uns gerade wiederfinden im Leben, diesen Einfluss geltend machen und auch in Unternehmen sagen, unser Unternehmen hat Werte. Egal, was sie machen, ob sie Autos bauen, Theater führen oder einen Edeka-Markt führen, es ist völlig egal, unser Unternehmen hat Werte und wir versuchen das nach innen zu leben. Und dann wird sich das Unternehmen auch nach außen verändern. Das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache. Wenn Sie einen Organismus von innen genetisch verändern, dann sieht er auch nach außen irgendwann anders aus. Und das ist eine Verantwortung, die jede Führungskraft ohne Ausnahme hat. Ganz lieben Dank. Erstmal für die, ich finde auch passenden Worte zu unserer Diskussion heute nochmal. Wir hatten verschiedene Perspektiven. Auf uns gucken, nach draußen gucken. Insofern haben wir nicht abgesprochen, aber es passt ganz wunderbar. Ich möchte gerne den Raum eröffnen. Denk dran, du hast auch ein Wasser neben dir, wenn du mal ein bisschen Wasser trinken möchtest. Aber kommt gerne rein. Fragen, Anmerkungen, Resonanzen, ihr kennt das ja. Es gibt so eine Bewegung, die heißt ein Drittel. Wir müssen ein Drittel von diesem Planeten unter Schutz stellen. Ein Drittel, damit wir alles behalten können. Also nicht nur die zwei Drittel, sondern. Ne? Und dieses eine Drittel ist notwendig,
Weil Sie, wenn wir mal bei diesem Beispiel Böden bleiben, wenn Sie so einen Boden in Ruhe lassen, hat er sozusagen 100% seiner biologischen Kraft und 100% seiner Produktivität. Sie, stellen Sie sich einfach die Natur wie eine Fabrik vor, die all das herstellt, was wir zum Leben brauchen. Sie haben Wolle, Sie haben Baumwolle am Körper, wir atmen Luft, der Stoff auf diesem Stuhl. Also es gibt nichts, was nichts von dieser Biodiversität abhängt. Nichts. Also es gibt kein Leben ist möglich ohne Biodiversität. Kein einziger Mensch könnte überleben. Den Klimawandel, klar. Also die Klimakrise stellt nur in Frage, wie wir leben. Aber das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Kein einziger Mensch könnte leben ohne die Artenvielfalt. Weil einfach die Bedingungen auf diesem Planeten dann nicht gegeben werden. Und man schätzt, dass es ausreichen würde, ein Drittel dieses Planeten unter Schutz zu stellen. Dann können wir auf den anderen zwei Dritteln mehr oder weniger fröhlich so weiterleben wie bisher. Und die Natur würde in den geschützten Gebieten sozusagen genug produzieren, um uns mit am Leben zu erhalten. Das ist ein sensationeller Ansatz, weil wir endlich für den Naturschutz eine Zahl haben. So wie beim Klimawandel 2 Grad. Also wir brauchen so eine Zahl, wir brauchen ein Ziel, das wir anstreben können, so wie man ein Umsatzziel braucht im Unternehmen. Und das war bisher in der Biodiversität unglaublich schwierig. Denn wir wissen ja noch nicht mehr, wie viele Arten es gibt. Also der Weltbiodiversitätsrat sagt 8 Millionen. Aber es gibt allein 24 verschiedene Arten in der Wissenschaft, eine Art zu definieren. Also es können genauso gut 1 Billion Arten sein. Keiner weiß es. Und wir entdecken ständig neue. Also konnte man keine Zahl sagen, so viele Arten müssen wir retten, die ist nicht möglich. Jetzt gibt's aber diese Fläche, das funktioniert. Und da sieht man, wie weit hinten Deutschland zum Beispiel auch im Umweltschutz ist. Also viele Länder, ob es Costa Rica ist oder es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die haben sowas in der Verfassung stehen. Costa Rica, da steht in der Landesverfassung 25% der Fläche Schutzgebiet. Das ist kein Einzelfall. In Deutschland ist es ein kleiner einstelliger Wert und unsere Schutzgebiete sind oft das Papier nicht wert, auf dem sie dokumentiert worden sind. Also man kann in unseren Meeresschutzgebieten Sand abbauen und fischen und alles Mögliche machen. Also das ist wirklich krass. Deutschland ist, was das anbelangt, ein Entwicklungsland, also wirklich schlecht. Aber ein Drittel heißt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie ganz Europa oder Australien räumen müssen als Menschheit. So naiv darf man sich es nicht vorstellen. Hier geht es natürlich darum, die richtigen Spots rauszusuchen in einer gewissen Dichte, die sich dann von alleine vernetzen können. Und dazwischen kann dann durchaus auch mal Hamburg stehen oder Berlin. Das ist dann nicht das Problem. Aber insgesamt, rechnerisch, müssen wir auf ein Drittel der gesamten Planetenfläche wahrscheinlich kommen, damit wir fröhlich weiter atmen, essen und trinken können. Aber es geht. Es geht. Kennen Sie das beste Mittel, um das Bevölkerungswachstum zu begrenzen? Das effizienteste Mittel? Die Befreiung der Frau. Überall dort auf der Welt, wo Frauen, also Mädchen Zugang zur Schule haben und Frauen freien Zugang zu Berufen haben, also gleich mehr oder weniger gleichberechtigt an der Gesellschaft teilnehmen können, können sie auch Verantwortung für die Familienplanung übernehmen. Und zack, sinkt fast überall, wo das so ist, die Geburtenrate auf ungefähr 2. Ein Mann, eine Frau, 2 Kinder, macht unterm Strich 0. Kein Bevölkerungswachstum mehr. Die perfekte Welt. Überall da, wo Frauen gleichberechtigt sind. Ist eine irre Erkenntnis, dass man aus der Naturwissenschaft und diese Fragen stellen und so. Also Überbevölkerung ist tatsächlich natürlich das Problem, an dem alles liegt. Aber jetzt nicht mehr unser größtes Problem. Mhm. Und die kinderreichen Nationen sind sowieso nicht das Problem. Eine 12-köpfige Familie in Nigeria verbraucht vielleicht 1/10 der Ressourcen, die ein kinderloses Ehepaar in Deutschland verbraucht. Also die Zahl der Kinder in Entwicklungsländern, das wird ja oft gesagt, in Afrika, die haben so viele Kinder, wie soll das werden? Solange wir so ein Wohlstandsgefälle haben, spielen die quasi für die Umweltzerstörung gar keine Rolle im Vergleich zu uns. Rein mathematisch. Mhm. Wir sind die 4. Volkswirtschaft auf diesem Planeten. Deutschland hat ja auch diese Eigenart, sich wahlweise zu einem kleinen, unbedeutenden Staat runter zu skalieren, wenn man Verantwortung übernehmen muss, oder zu einer wirtschaftlichen Supermacht hoch zu skalieren, wenn man gerade mal gute Laune hat. Oder in der EU irgendwie in der Kfz-Industrie eine neue Abgasnorm verhindern will. Na, das ist auch typisch deutsch. Und damit müssen wir mal aufhören. Als 4. Volkswirtschaft auf diesem Planeten haben wir auch im Prinzip die 4. Verantwortung auf diesem Planeten. Und stellen Sie sich mal ein Beispiel. Unser Lieblingsessen ist die Bratwurst in diesem Land. Gehen Sie mal ins Internet, da gibt es einen Bratwurstzähler. Ganz lustig. Also wenn Sie draufklicken, fängt er an zu zählen. Jahresverbrauch von Bratwürsten, so hochgerechnet auf die Zeit. Und dann sehen Sie diese Zahlen nach oben rasen. Tausende, Millionen von Bratwürsten, die wir so jedes Jahr essen. 5 Bratwürste, konventionell produziert, 1 Quadratmeter Regenwald. Denn das Futter für diese Tiere, 80% der Soja-Importe in Deutschland, mit denen wir unser Mastvieh füttern, kommen aus Brasilien.
Dafür wurde der Regenwald abgeholzt. Ich muss gar nicht mit Bolsonaro verhandeln. Ich muss nur sagen, in diesem Land müssen Bratwürste, die so produziert werden, teurer sein als Bratwürste, die verantwortlich produziert werden. Und das ist das urmarktwirtschaftliche Konzept, Verursacherprinzip. The Tragedy of the Commons ist als kapitalistische Theorie so alt wie der Kapitalismus. Wo ist das eigentlich geblieben? Was wir hier machen, ist ja eher ein fossiler Sozialismus, wenn man mal ehrlich ist. Weil man Verantwortung und Kosten externalisieren kann, wenn es einem gerade in den Kram passt. Aber wenn es mal wirklich darum geht, Verantwortung zu übernehmen und Verursacherprinzip geltend zu machen, dann drücken sich alle. Und das könnten wir als Land. Und dann noch eine verrückte Idee, die ich da draufsetze. Um das Narrativ, wir haben ein großes Problem. Umweltschutz ist ein negatives Narrativ. Immer kommen alle, können wir uns das leisten, das ist teuer, das bedeutet Verzicht, weniger Spaß, ich kann kein Auto mehr fahren, was ist mit meiner Grillparty? So wird Umweltschutz empfunden. In Wahrheit macht Umweltschutz uns wohlhabender, langlebiger, stressfreier und glücklicher. Das muss das Narrativ sein. Wie erreichen wir das? Ich habe einen Apfel von hier und ich habe einen aus Neuseeland. Beide sind gleich teuer. Wenn ich jetzt sage, dieser hier hat aber ökologisch auf die Welt einen viel kleineren Impact und der hat einen großen, dann was wir machen im Moment, im Idealfall, wir machen den ökologisch ungünstigen Apfel teurer. Also ist der Durchschnittspreis für Äpfel gestiegen durch Umweltschutz. Warum machen wir nicht den guten Apfel preiswerter? Es gibt so etwas wie den verminderten Mehrwertsteuersatz. Für viele sinnlose Produkte, zum Beispiel für das Frühstück in dem Hotel, in dem ich schlafen werde, während die Übernachtung anders besteuert wird. Eine sensationelle Idee der FDP übrigens mal gewesen. Also große Bewunderung an der Stelle. Wir haben ja auch jemand hier von der FDP, glaube ich. Ne? Also ein sensationelles Konzept. Das könnte man jetzt mal ausweiten. Wenn man das schon so macht, dann lassen Sie uns doch die guten Sachen preiswerter machen. Produkte würden insgesamt preiswerter durch Umweltschutz. Stellen Sie sich mal vor, was für ein Narrativ wir plötzlich in der Gesellschaft hätten. Wenn alle das Gefühl hätten, wow, Umweltschutz lohnt sich. Ja. Und bezahlen müssen wir den Mist am Ende sowieso. Die Kosten für die Ahrtalflut, die Dürren, mit denen wir die Landwirtschaft, für die wir die Landwirtschaft subventionieren müssen, das Waldsterben, das wir hier haben, die Starkregenereignisse, die Aufdeichung. Ich komme aus Norddeutschland, wir bauen inzwischen Klimadeiche, die Millionen und Milliarden verschlingen. Wir müssen es doch eh bezahlen. Warum schaffen wir keine Kostenwahrheit bei den Produkten, sondern bieten Produkte billig an und quetschen dann per Steuern Leute aus, um dann die Schäden, die dadurch angerichtet werden, zu bezahlen? Das ist ineffizient und das ist keine Marktwirtschaft. Dieses Gefühl, was kann ich schon ausrichten? Ich allein. Da ist der Ukraine-Krieg. Da sind die Chinesen 1,5 Milliarden. Da ist der Klimawandel, da ist die Inflation, da ist die Energiekrise. Und jetzt soll ich eine Energiesparlampe bei mir im Flur reindrehen und mir einbilden, das hilft was? Dieses Gefühl ist ganz breit. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, dass wir ein Narrativ haben müssen, das ein Ermächtigungsgefühl vermittelt. Also dieses Gefühl, wir sind nicht machtlos. Keiner von uns ist machtlos. Deshalb benutze ich auch so gern das Beispiel mit dem Kühlschrank. Jeder, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat einen Kühlschrank zu Hause. Jeder isst. Und jeder hat einen Einfluss darauf, wie er das managt. Und das ist in der Summe tatsächlich der größte Impact, den sie haben können. Also selbst wenn Nestle jetzt beschließen würde, irgendwas zu ändern, ist das nur ein kleiner Teil der Lebensmittelproduktion. Aber wenn wir eine Mehrheit haben der Menschen, die bestimmte Werte haben, dann verändert sich alles. Denn es gibt ja nicht nur naturwissenschaftliche Kipppunkte. Also ich fahre Auto, produziere CO2, dadurch schmilzt in Sibirien der Permafrostboden, das setzt Methan frei und dann haben wir einen Kipppunkt und die Erde ist ein Feuerball. Das ist ein naturwissenschaftlicher Kipppunkt, aber es gibt auch gesellschaftliche Kipppunkte. Ab einer bestimmten Menge wird etwas Common Sense. Es gibt bestimmte Verhaltensmuster, das weiß ich, weil ich mein Leben lang um die Welt reise. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, wie sitzen die mal in China am Tisch und haben eine Misophonie und mögen nicht hören, wie Leute schmatzen und schlürfen. Da kriegen sie Plack, ne? Weil das da fein ist. Also der Abstand, mit dem man miteinander spricht in verschiedenen Kulturen, ist total unterschiedlich. In Indien haben sie das Gefühl, der leckt mich gleich ab. In den USA, wenn sie in Texas sind, steht der Typ 2 Meter von ihnen weg, wenn er sich mit ihnen unterhält. Und das ist der richtige Abstand. Also man kann sowas umprogrammieren, man kann nudgen. Und wenn Sie einen gesellschaftlichen Kipppunkt erreichen, wenn eine gewisse Mehrheit für etwas ist, dann kann man sich dem kaum noch widersetzen, weil es dann als unanständig gilt. Und das ist das Ziel. Und grundsätzlich ist Plastik ein ganz fantastischer Stoff. Wir benutzen ihn nur falsch. Also um mal die Größenordnung des Problems zu machen, es gibt 8 Milliarden Menschen und es gibt 8 Milliarden Tonnen Plastik, die bisher hergestellt worden sind. Und das allermeiste von denen liegt irgendwo rum.
in den Meeren, sonst wo. Also auf jeden Menschen kommt eine Tonne Plastik. Und die Zahl wird immer größer. Es ist verrückt. Das regnet vom Himmel. Sie atmen es ein. Jeder hier im Raum hat Plastik bereits im Körper. Unvermeidlich. Trotzdem ist Plastik etwas Gutes. Wir müssen es nur anders machen. Beispiel Coffee-to-go-Becher. In Deutschland benutzen wir davon ungefähr 2,8 Milliarden pro Jahr. Bis vor ganz kurzer Zeit wurden wie viele davon recycelt? Null. Warum? Weil das beschichtetes Zeug ist. Das besteht aus mehreren Lagen, damit ein bisschen Wärmedämmung und ein bisschen flüssigkeitsdicht und so. Jetzt gibt es irgendwie einen Plastikbecher, der ist nur aus einem einzigen Kunststoff. Und den können Sie recyceln und recyceln und recyceln. Und das ist das Modell der Natur. Ich bin nicht für Plastikverbot. Plastik ist etwas Tolles. Eine Papiertüte hat eine schlechtere Ökobilanz als eine Plastiktüte. Ich glaube kaum, dass Sie Ihren Baumwollbeutel so oft benutzen können. Ich glaube, man muss ihn über 1000 Mal benutzen, damit er umweltfreundlicher ist als die Benutzung von Plastiktüten. Das kriegen Sie kaum hin. Plastik ist kein schlechter Stoff. Schlecht ist nur, wenn man eine Plastiktüte benutzt und sie dann in den Müll schmeißt. Das ist das Schlechte. Also was wir machen müssen in jedem Wirtschaftsbereich, ist in diesen Kreisläufen denken. Also nehmen Sie die Natur zum Vorbild. Ein Wassertropfen. Auf diesem Planeten ist noch nie, seit es Wasser gibt auf diesem Planeten, auch nur ein einziger Tropfen verloren gegangen. Die Menge Wasser bleibt immer gleich. Klar, mal ist der Tropfen gefroren in einem Gletscher, mal ist er in einer Wolke, mal ist er tief im Ozean, mal ist er in meinem Wasserglas und mal spülen Sie ihn gerade im Klo runter. Aber es ist immer der Wassertropfen. Nichts geht je verloren. Und so müssen wir mit Wertstoffen umgehen und dann können wir eben auch den Ressourcenverbrauch von 1,7 Planeten pro Jahr auf einen Planeten runterschrauben. Also verdammen Sie nicht Plastik, sondern gucken Sie, dass Sie Recycling-Plastik nehmen und dann auch nicht Downcycle-Plastik, sondern es gibt Stoffe, PET ist zum Beispiel gar nicht schlecht, das können Sie immer und immer und immer, nicht endlos, aber oft wiederverwenden. Und dann hat eine Plastikflasche, hat zum Beispiel eine bessere Ökobilanz als eine Glasflasche. Ist aber nicht so hip im Moment. Also wenn ich in Berlin-Prenzlberg irgendwie rumlaufe mit einer Plastikflasche, bin ich sofort ein Buhmann. Dabei ist die Glasflasche viel schlechter. Also die Sachen sind kompliziert, wenn man genauer hinguckt. Aber der ökonomische Verstand gibt meistens die Antwort. Man rechnet sich durch, was ist hier das Vernünftigste und rechnet sich am meisten. Und die Antwort darauf ist auch oft die ökologischste. Es hat in der Geschichte der Menschheit, ist es noch nie vorgekommen, dass sich die Population innerhalb von einer Generation verdoppelt hat. Ich bin 54 Jahre alt. Als ich geboren wurde, gab es 4 Milliarden Menschen. Vor wenigen Tagen, ich glaube vorgestern, in der Dominikanischen Republik, also das ist natürlich virtuell, das hat man nur so ausgerechnet, man weiß nicht, ob es ist Damian oder Domian oder wie er heißt, ist der 8-milliardste Mensch geboren worden. Das heißt, in meiner Lebensspanne hat sich die Zahl der Menschen verdoppelt. Das ist in der Geschichte der Menschheit noch nie passiert. Und es wird auch nie wieder passieren, weil das der Planet gar nicht tragen könnte. Also es ist ein welthistorisch einmaliger Moment. Die Verdopplung der Population bis an die Belastungsgrenze. Und das ist unsere Generation. Nicht unsere Eltern und auch nicht unsere Kinder. Wir müssen das richten. Es ist zu spät, wenn Ihre Kinder in diese Verantwortung kommen und wir das vorher nicht machen. Es ist zu spät. Wir haben tatsächlich nur noch wenige Jahrzehnte um das Schlimmste. Die Menschheit wird jetzt nicht aussterben. Aber ich meine, wir haben rumgeheult, als wir vor ein paar Jahren hier 1,5 Millionen Flüchtlinge hatten. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn das Schelfeis in der Antarktis anfängt zu schmelzen? Was denken Sie denn, wie viele Flüchtlinge hier landen? Oder wenn die Sahelzone sich weiter ausbreitet? In Nordafrika sind schon riesige Gebiete nicht mehr bewohnbar, weil man da keine Landwirtschaft mehr treiben kann. Und das ist so heiß, wenn Sie dauerhaft bei über 42 Grad sich aufhalten, zersetzen sich die Eiweißstrukturen in Ihrem Körper, dann sterben Sie. Und wenn Sie keine Klimaanlage haben und sich ab und zu abkühlen, was denken Sie denn, was dann passiert auf dieser Welt? Wasserverteilungskriege, Flüchtlingsströme, also es ist ja unser nationales Interesse. Ökologie hat ja auch was sehr Patriotisches. Auch wenn man Energie hier produziert hätte, statt sich erst von Ölscheichs und dann von Gasdespoten abhängig zu machen, dann wäre unser Leben heute preiswerter und unserer Wirtschaft würde es besser gehen. Das wussten wir vor 25 Jahren schon. Das haben damals schon alle gesagt. Und wir müssen aufhören, immer von den kommenden Generationen zu reden, weil es dann zu spät ist.